Ich rede heute mit Martin Finger über seine Währungsidee Credere. Hallo Martin. Hallo. Was ist Credere und welche Probleme des aktuellen Währungssystems, was wir haben, soll es beheben? Credere ist ein Entwurf, ein neues Modell für ein Grundeinkommen. Und da geht es darum, dass letztlich das Grundeinkommen direkt über die Geldschöpfung ermöglicht wird. Und die Währung funktioniert eben so, dass die positive Guthabenschöpfung über eben die Geldschöpfung, über das Grundeinkommen dann ausgeschüttet wird an die Menschen. Und zusätzlich, damit die Geldmenge beschränkt bleibt, wird dann über die Zeit, so 1% im Monat, wird dann regelmäßig wieder gelöscht. Einfach damit eine stabile Geldmenge auch ermöglicht werden kann. Das primäre Ziel ist eben erstmal ein Grundeinkommen zu ermöglichen, das letztlich ohne Steuerumverteilung funktioniert, sondern das einfach eben aus dem Geldsystem heraus direkt gestaltet wird. Und dann gibt es mehrere Nebenziele. Eins ist zum Beispiel eben der gleichmäßige Zugang übers Geld, also dass da mehr Gleichheit erreicht wird und langfristig dann auch durch die Geldlöschung dem Zinseszins entgegengewirkt wird und damit eine ungleiche Vermögensverteilung auch entgegengewirkt wird. Eine ungleiche Vermögensverteilung, dass der ungleichen Vermögensverteilung entgegengewirkt wird. Wie soll das funktionieren? Ich meine, das Vermögen, das ist ja normalerweise nicht in Geld angelegt, sondern das ist in Vermögenswerten angelegt. Genau, aber ein wichtiger Baustein, damit es eben zu dieser Akkumulationseffekt kommt, ist eben dieser Zinseszinseffekt. Und Zinseszinseffekt brauche ich ja, dafür ist es notwendig, dass Immobilien und ähnliche Vermögenswerte Zins tragen. Das ist natürlich von der Geldseite erstmal nur ein Schritt, weil natürlich ist dafür noch elementar, wie es später auf der Vermögensseite aussieht. Das sind andere Regelungen, die eben nicht aus der Geldseite gelöst werden können. Aber allein, dass ich die Menschen sozusagen ein Stück weit aus der Erwerbsarbeit freistelle und dort sozusagen das Verhältnis, also die Angebotsmacht bzw. die Verhandlungsmacht stärke, kann ich schon mal dafür sorgen, dass sie über den Arbeitsmarkt nicht so ausgebeutet werden können und damit den ersten Schritt lege, dass dort ja ein fairerer Umgang stattfindet. Also da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, wenn du das würde auch in unserem System passieren, wenn du die Sozialleistungen erhöhen würdest, dann würde die Verhandlungsmacht der Arbeiter steigen. Aber inwieweit wirkt das denn jetzt den Zinseszinseffekt entgegen, wenn 1% des Geldes gestrichen wird? Also inwieweit sorgt das dafür, dass die Vermögensverteilung nicht noch immer ungleicher wird? Genau, das, was du ja gesagt hattest, also es ist zwar so, dass jemand, der viel Geld hat, legt es natürlich dann in andere Aktienwerte oder Immobilienwerte an. Aber damit er das machen kann, sind ja auch viele Kredite im Umlauf. Das heißt, Banken vergeben Kredite für Zins. Und das würde sich halt schon mal deutlich verändern. Weil jemand, der Geldvermögen hat und Kredite vergibt, also jetzt auch von Privat zu Privat, hätte dann eine ganz andere Verhandlungssituation. Weil er könnte nicht mehr sagen, ich gebe dir das Geld nur, wenn du mir 5% plus gibst. Sondern er könnte sagen, also wenn du es mir nicht gibst, hast du 12% minus im Jahr. Das heißt, die Verhandlungsposition könnte auch landen, okay, ich gebe dir jetzt die 1.000 Euro und ich zahle dir dann 960 in 5 Jahren zurück und dann machst du immer noch ein Plus. Also das ist sozusagen die erste Stelle, wo dann der Zinseszinseffekt ein bisschen gegengewirkt wird. Also das heißt, du baust in diese Währung quasi einen automatisch negativen Realzins ein. Genau, nur dass es eben nicht so ist, wie es jetzt bei uns gewesen ist mit dem Negativzins, weil das war ja letztlich nur eine Einnahmequelle für Banken und es war nur eine Geldumverteilung. An der Stelle ist es tatsächlich eine Löschung. Also das ist halt der große Unterschied dann, dass das Geld wirklich verschwindet und nicht in anderen Taschen landet. Deswegen, wie sähe denn in dieser Credere-Währung dann das Bankensystem aus? Im Idealfall sind sie dann nur kreditführende Institute, die wirklich nur die Transaktionen bereitstellen, dass halt die Leute Überweisungen machen können. Und eventuell dann Vermittler von Privat zu Privat, eben tatsächlich so wie heute so Kreditplattformen, die von Privat zu Privat funktionieren, ohne dass dort Geldschöpfung möglich ist. Weil bei Credere würde es halt keine Geldschöpfung über Kreditvergabe geben. Ja, und das wäre ja ein Problem, weil du hast ja schon erklärt, dass wenn du so eine automatische Streichung von Geld in diese Währung einbauen würdest, du deutlich negativen Realzins hättest. Wenn du jetzt aber keinen konstanten Zinssatz garantieren kannst, indem du immer die Nachfrage nach Krediten, die besteht, bedienst, dann schwankt der Zinssatz bei der Kreditvergabe ja sehr stark. Und das dürfte die positiven Effekte von dem, was du gerade beschrieben hast, ja wieder egalisieren, zumindest zu großen Teilen. Da ist ja im Endeffekt die Theorie, dass letztlich man die Geldmenge anpassen müsste an die Nachfrage.
Was aber die Frage ist, welchen Sinn macht das? Weil letztlich, also es gibt ja trotzdem eine stabile Geldmenge innerhalb des Systems. Also eben je nachdem, wann das Grundeinkommen eingeführt wird und in welcher Höhe. Meine Kalkulation ist halt, wenn es eben 1.000 Kredere im Monat gibt, dass 100.000 Kredere pro Kopf im Umlauf sind. Und die Geldmenge würde ja relativ stabil bleiben. Das heißt, solange sich Menschen nicht irgendwie in größerer Zahl umbringen, würde es eine ziemlich gleichmäßige Geldmenge geben, je nachdem, ob die Menschen zunehmen oder abnehmen. Und da wäre jetzt die Frage, warum sollte man als Störgröße eine Geldmengenveränderung reinbringen? Weil die Ressourcen verändern sich auch nicht so viel schneller. Ja, weil es darum geht, den Zins zu steuern und nicht die Geldmenge. Weil die Geldmenge gar keine relevante Größe für die gesamte Wirtschaft ist. Die Geldmenge ist insofern eine relevante Größe, weil das Verhältnis von Geld und Ressourcen, die dafür verfügbar sind, bestimmt ja das Preisniveau. Ja, da würde ich eben widersprechen. Also ich glaube, das wird das Thema, wo wir jetzt am meisten drüber debattieren werden. Aber wir haben ja in den letzten Jahren gesehen, dass die Geldmenge sehr stark ausgeweitet wurde, aber die Verbraucherpreise so gut wie überhaupt nicht angestiegen sind. Also in fast allen großen Wirtschaftsräumen. Das ist jetzt egal, ob du dir Japan, die USA oder die Eurozone ansiehst. Genau, da sieht man im Endeffekt, wie es möglich ist, letztlich das Preisniveau von der Geldmenge zu entkoppeln, wenn entsprechende Konkurrenzsituationen da sind und zumindest die Ressourcen, die für die Produktion gebraucht werden, nicht hochgehen. Deswegen hattest du ja jetzt genau in den letzten Jahren oder die letzten 1-2 Jahre, wo die dann plötzlich hochgegangen sind, weil plötzlich dann doch die Ressourcen von der Preissteigerung betroffen waren, die für die Produktion der Lebensmittel notwendig waren. Eben Energiekosten, die dann massiv gestiegen sind und plötzlich schlägt sich dieser Preisanstieg dann doch nieder. Und erst jetzt, wenn wieder die Konkurrenzsituation da ist, womit diese Preise wieder ein bisschen gesenkt werden, dann reguliert sich auch dieses Preisniveau wieder um. Aber das hatte ja nichts mit der steigenden Geldmenge zu tun, dass die Preise in den letzten 2 Jahren so stark gestiegen sind, sondern das hatte ja was mit einem Rohstoffpreisschock zu tun, der erstmal durch das Ende der Corona-Pandemie und zweitens durch diesen Wirtschaftskrieg zwischen Russland und den westlichen Staaten jetzt entstanden ist. Genau, das eine ist im Endeffekt der Anlass und das andere ist aber die Frage ist, dass überhaupt der Rahmen da ist, dass genug Geld da ist, um die teuren Rohstoffpreise überhaupt anbieten zu können. Weil die Frage ist, die Arbeit ist erstmal noch nicht teurer geworden. Das heißt, die Gestehungskosten sind nicht teurer geworden, nur die Verfügbarkeit und die Spekulation darum. Und das heißt, dass es sehr viel Geld gab, das letztlich diese Preise auch spekulieren konnte. Da ist dieser Finanzmarkt wieder eine sehr kritische Sache, zu sagen, wie sinnvoll ist es, dass der im Endeffekt die Preise so überstrapazieren kann und dann im Endeffekt wieder zusammenbricht. Das heißt natürlich, die Frage ist nur, ist dieser Effekt am Ende, hängt der irgendwo mit der Geldmenge zusammen? Das heißt, wenn das Geld im Finanzmarkt nicht verfügbar gewesen wäre, hätte die Preisblase nicht so weit nach oben spekuliert werden können. Ja, deine Theorie ist jetzt, dass die Geldmengenausweitung dazu führt, dass an den Finanzmärkten so viel spekuliert werden kann. Ich meine, dass an den Finanzmärkten, also dass diese Preisanstiege vor allem durch Finanzmarktspekulation zustande gekommen sind, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Naja, die Schwierigkeit ist noch ein bisschen anders, weil Spekulation klingt immer eher so böses Bashing auf die Finanzmärkte. Die Schwierigkeit ist tatsächlich, was trägt dieses Geld dazu bei, dass Wohlstand gesteigert wird? Und letztlich, die Finanzmärkte bringen das Geld einfach unter. Also wie gesagt, das ist gar nicht mal rein Spekulation, sondern sie haben einfach Geld in Bewegung und dieses Geld versucht halt irgendwas zu kaufen. Und wenn da halt so viel Geld in Bewegung ist, dass irgendwie für nichts Sinnvolles verwendet werden kann, im Sinne einer Aufbau einer tatsächlichen Fabrik, sondern einfach nur, ich habe ein begrenztes eben Immobilienvermögen, es werden nicht so viele neue Immobilien gebaut, das heißt, die alten steigen ständig im Preis, weil jeder meint, ich muss jetzt mein Geld irgendwie unterbringen und hat eine Nachfrage, die eigentlich zu einem Preisanstieg bei eben Sachwerten führt, der nicht gerechtfertigt ist. Aber dadurch gibt es eine sehr gute Information, wie tatsächlich das Verhältnis von Kaufkraft und Geld ist, als das, was der Verbraucherpreisindex, wo letztlich im Endeffekt der Anstieg der Geldmenge nicht sichtbar wird aufgrund der Konkurrenzsituation. Das heißt, du würdest sagen, eine Begrenzung der Geldmenge, die würde in deinem System automatisch dazu führen, dass an den Finanzmärkten nicht mehr so viel spekuliert wird, dass beispielsweise Rohstoffpreisblasen, wie wir sie ja letztes Jahr gesehen haben, nicht mehr so in der Form zustande kommen würden. Das ist natürlich alles spekulativ. Vor allen Dingen, da meine Komplementärwährung im Moment privatrechtlich gedacht ist und keine staatliche Währung ist, also kein Gewaltmonopol dahinter steht. Deswegen
Im Moment würde sie wahrscheinlich eher eine Rolle bekommen wie Bitcoin, nur dass ich gar nicht so weit in das Krypto reingehe, sondern einfach nur, es ist eine private Komplementärwährung, die jeder nutzen kann oder auch nicht. Das heißt, ab wann die Währung so viel von so vielen Menschen genutzt würde, dass sie einen wirtschaftlich signifikanten Effekt hat und einen Einfluss haben kann, das steht aus meiner Sicht in den Sternen. Vielleicht wird es nie passieren. Aber rein prinzipiell würde ich sagen, wenn sozusagen der Kredithebel schon sehr viel schwieriger verfügbar ist, dann kann auch im Endeffekt diese Blasenbildung nicht so in der kurzen Zeit passieren. Also ich denke, es wird auf jeden Fall eine Bremsung geben. Ja, aber der Kredithebel, der wäre ja eben verfügbar. Wie gesagt, wir hatten ja gerade darüber gesprochen, dass dieses Streichen von Geld jeden Monat ja eigentlich einen dauerhaft negativen Realzins bedeuten würde. Gerade dieser negative Realzins, der würde es für die Finanzmärkte ja noch attraktiver machen, sich immer neue Anlagemöglichkeiten zu suchen. Der würde die Vermögenspreise ja dann eher noch weiter in die Höhe treiben. Naja, der Unterschied ist, ich kann halt nicht, wenn ich jetzt gerade mal eben in eine Blase rein investieren kann, kann ich jetzt sagen, okay, jetzt hole ich mal das ganze Geld ab. Und die Sache ist ja, das Problem ist ja eher, dass Realinvestitionen sehr viel schwieriger die Möglichkeit haben, Zinsen zu erwirtschaften. Das heißt, wenn wir über einen längeren Zeitraum hinweg das Geld gebunden ist, weil das Geld vermehrt sich nicht, also es wird über das Grundeinkommen geschöpft, aber es ist eben nicht ad hoc da, sondern es wird jeden Monat für die Leute erzeugt. Die gehen erstmal damit einkaufen und dann landet es erstmal bei den Unternehmen, die was Sinnvolles tun, weil sie versorgen die Menschen. Und danach ist die Frage, wie schnell kommt das Geld dann in die Finanzsphäre? Im Moment ist der Weg so kurz. Das heißt, ein Investor geht zu einer Bank, holt sich einen Kredit und hat die Kohle auf der Hand. Zukünftig brauchst du halt mindestens zwei Schritte. Das heißt, der Konsument, also entweder der Grundeinkommensbezieher, muss direkt irgendwas bei dir kaufen, was unwahrscheinlich ist, weil er erstmal seine Lebensmittel und so deine Wohnung bezahlt. Dann könnte eben derjenige, der die Miete einnimmt, sagen, okay, ich gebe das Geld dann an einen Investor weiter, der dann irgendwas damit anstellt. Aber die Wege sind langsamer. Also ich glaube, diese kurzfristigen und gerade dieser Sekundenhandel und so weiter würde damit auf Pump nicht funktionieren. Aber die Finanzmärkte, die könnte man ja auch in unserem System jetzt reglementieren. Und ja, das müsste man ja auch in deinem System machen. Also die Finanzmärkte bräuchten trotzdem zusätzliche Regularien. Das könnte man dann sich angucken, ob das wirklich notwendig ist, weil zum Beispiel das Too Big to Fail würde bei Credere letztlich komplett wegfallen, weil das, was im Hintergrund ja auch damit gegeben ist, dass es eben positiv geschöpft ist und kein Schuldgeld ist und keine Kreditgeldschöpfung mehr möglich ist, bekommt automatisch auch die Sachen mit, die beim Vollgeld eben auch propagiert werden. Das heißt, wenn die Banken dann pleite gehen und die Gelder halt bei jemand anders gelandet sind, dann ist halt derjenige Pech, der dort investiert hat, aber die Leute, die bloß Zahlungen durchführen, sind davon nicht betroffen. Also das heißt, man könnte durchaus dort ein bisschen härtere Regeln anlegen und sagen, wenn ihr dort zocken wollt, dann verzockt euch, aber wir retten euch nicht mehr, definitiv nicht. Aber beim Vollgeld gibt es ja die Kritik, dass da kein stabiler Zinssatz erreicht werden kann. Du willst das jetzt bei Credere so lösen, dass da ja dauernd ein negativer Realzins eingeflochten ist. Aber ich glaube, wir kommen mal zum Vollgeld. Was hältst du denn von dieser Idee? Also aus meiner Sicht ist es dadurch, dass ich dann sozusagen die Geldreform-Idee und das Grundeinkommen verbunden habe, denke ich mir, warum nur ein Gefecht fechten und dann nur auf dem halben Weg? Also weil beim Vollgeld wird die Kreditgeldschöpfung ja nicht komplett ausgehoben. Die Schöpfung aus dem Nichts ist dann immer noch die Frage, wer profitiert davon? Und aus meiner Sicht sollten im Endeffekt alle Menschen im gleichen Maße von der Geldschöpfung profitieren, weswegen Vollgeld mir einfach zu wenig ist. Da ist im Endeffekt sozusagen so eine halbe Lösung, ein Problem zu lösen, ohne systemisch wirklich an die Wurzeln zu gehen. Also ich würde eben sagen, dass Vollgeld kein Problem löst, sondern erstmal das Bankensystem, wie wir es jetzt haben, zerstört und letztlich wahrscheinlich dazu führen würde, dass wir ein komplett staatliches Bankensystem hätten. Also da könnte man auch gleich das Bankensystem sofort gleich verstaatlichen, ohne Vollgeld einzuführen. Man hätte die gleichen Effekte. Genau, und mein Weg wäre eher das andersrum. Lasst doch die Banken sich gegenseitig fressen. Und im Endeffekt den Staat da komplett rausziehen und ein System, das sozusagen selber nicht in sich funktioniert und Regeln findet, damit es, also letztlich das Finanzsystem überlebt nur deswegen, weil der Staat Regeln setzt und immer wieder massiv eingegriffen hat, um einzelne Institute zu retten. Weil sonst würde wahrscheinlich die Enttäuschung über dieses ganze System sehr viel größer ausfallen und die Leute würden sich nicht immer so leicht wieder da reinziehen lassen, um ihre Gelder dort anzulegen.
Weil du glaubst, dass man dadurch, dass man quasi automatisch so einen negativen Realzins implementiert, dass man dadurch quasi die Investitionstätigkeit in der Realwirtschaft aufrechterhalten kann. Also das sind immer, das sind zu starke Verbindungen, weil ich kann sowas nicht garantieren. Sondern mein Bestreben ist halt, das, was im Moment hindert, dass deine Realwirtschaft viel investiert wird, ist, weil die Renditeversprechungen nicht gegeben werden können. Und viele Sachen, zum Beispiel gerade vieles, was jetzt in Gemeinnützigkeit geht. Also ich sehe viele Unternehmen, die gehen in diese gemeinnützige GmbH und so weiter. Das heißt, sie haben den Impuls, eigentlich kostendeckend zu arbeiten, weil sie wissen, dass sie da gar nicht viele Gewinne erwirtschaften können. Und ich glaube, das würde das nochmal sehr stark unterstützen, zu sagen, okay, du kannst in dieses Unternehmen investieren. Ich erwarte keine Zins und keine Gewinne, sondern im Gegenteil. Ich bin sogar bereit, sozusagen eben noch einen Teil auf mein Geld zu verzichten, weil das Geld wäre sowieso weg und ich habe keine sinnvolle Verwendung dafür. Das heißt, es ist nur ein Mechanismus, ob der so von den Menschen angenommen wird, was sie für Ausweichmechanismen finden werden, weil sie vielleicht dann eben doch zu sehr an der Vorstellung, dass ihr Zinsgeld, also dass ihr Geld zinstragend sein müsste, festhalten werden. Das kann ich natürlich nicht vorhersehen. Aber ich denke, es ist erstmal ein gutes Gegengewicht, diese -12% zu haben, womit klar ist, dass es eine andere Verhandlungsposition gibt. Wie es sicher sein wird, kann ich nicht vorhersagen. Ich kann nicht in die Zukunft schauen. Ich weiß auch nicht sicher, was passieren wird. Ich kann nur spekulieren, dass es ein gutes Gegengewicht ist. Wie gesagt, ich glaube, du hast da starke Zinsänderungsrisiken da in diesem System drin, dadurch, dass du halt nicht mehr unser Bankensystem hast, wo ein einheitlicher Zinssatz garantiert ist. Ich meine, die Zentralbank steuert ja den Interbankenzins in unserem System aktuell. Und du hättest durch diesen starken, ja, negativen Realzins einen großen Anreiz, in Sachwerte zu gehen. Also Dinge, die keine Rendite abwerfen. Das heißt, du hättest eher einen Anreiz, noch mehr zu spekulieren, als es gerade ohnehin schon passiert. Also das ist die Befürchtung, die ich diesbezüglich hätte. Genau, und deswegen ist es halt wichtig, dass das, wenn du spekulieren gehst, eben auch tatsächlich Risiken beinhaltet und nicht im Endeffekt irgendwelche garantierten Gewinne verspricht, sondern dann sollte dir klar sein, dass du ein Totalverlustrisiko eingehst, um ein paar Prozente plus zu bekommen. Nee, aber nehmen wir mal an, du kaufst Gold. Da hast du ja kein Verlustrisiko, sondern du hast erstmal Gold gekauft. Und dein Geld, das würde jedes Jahr weniger wert werden, aber das Gold, das behält seinen Wert. Über sehr lange Zeiträume gibt es auch starke Schwankungen, gibt es große Spekulationen, aber das wäre doch eher ein Anreiz, in solchen Sachwerten zu spekulieren. Lass uns kurz von den Begrifflichkeiten noch mal ein bisschen präziser werden, weil das Geld wird natürlich nicht weniger wert, sondern es nimmt nominell ab. Das ist ja ein Unterschied. Also nicht die Kaufkraft sinkt, sondern nur mein Geldbetrag auf dem Konto wird weniger. Das heißt, die Kaufkraft im Verhältnis zum Gold würde eigentlich gleich bleiben. Das heißt, wenn ich jetzt sozusagen ein Goldbarren, meinetwegen 500 Kredere bezahle, würde das auch in 1 oder 10 Jahren noch das Gleiche sein. Nur hätte ich halt, wenn ich die 500 Kredere auf dem Konto liegen gelassen hätte, hätte ich natürlich nach einem Jahr eben 12% weniger dort liegen. Ein bisschen weniger Aber als 12%, wenn du 1% pro Monat hast. ja, das kumuliert sich ein bisschen. Du hast da halt den kleinen Anstieg dann, beziehungsweise je nachdem, wie viel Geld du liegen hast, weil es wird dann natürlich auch weniger, weil du ja dann mit 495 nach dem Monat, je nachdem. Aber den Stichtagseffekt würde sowieso nicht existieren, weil es eher monatlich dann 1/30% abgezogen wird. Aber das ist im Endeffekt nur eine technische Frage, wie das letztlich umgesetzt wird. Aber eben genau für den, also deswegen, also die Kaufkraft würde sich erstmal nicht verändern, weil die Geldmenge ja stabil bleibt. Also die Kaufkraft pro Einheit, die würde sich nicht verändern. Aber Genau. dir kann es ja erstmal egal sein, ob dein Geld weniger wert wird oder ob dir ein Teil deines Geldes gestrichen wird. Für dich ist es ja derselbe Effekt, wenn du Geld hältst. Genau, auf der Halteseite sieht das erstmal gleich aus. Die Frage ist jetzt eben mit dem Grundeinkommen. Also wenn du 1000 Kredere jeden Monat bekommst, ist natürlich alles, was du auf dem Konto liegen hast, was unterhalb von 100.000 ist, merkst du erstmal unterm Strich nichts. Das Ja, aber es heißt, gibt ja wenige Menschen, die besonders viel Vermögen haben, die besonders reich sind. Und die merken da sehr viel und die versuchen dann ihr Geld natürlich in Sicherheit zu bringen. genau, und das können Sie ja dann gerne machen. Es ist ja kein Problem. Also für die Geldmenge selber ist es egal, wer das Geld hält. Ob derjenige, der Gold verkauft, dann das Geld hält und was er damit macht. Die Frage ist natürlich, wie lange wird Geld verfügbar bleiben in einer solchen Struktur? Weil auch die Goldmenge ist ja letztlich begrenzt. Ja, Und zum deswegen Spek steigt der Preis dann immer weiter. Deswegen sage ich ja, dass das zu Spekulationen noch viel eher einladen würde, so ein System. Naja, die Frage ist, ein Preis kann ja nur steigen in dem Sinne, inwieweit das Gut auch angeboten wird. Und interessant ist ja, wenn tatsächlich in dem System, also bei uns steigt letztlich das Gold, weil auch die Geldmenge erhöht wird, das heißt die Kaufkraft pro Geldeinheit sinkt.
Die Frage ist, wie entwickelt sich tatsächlich ein Goldpreis, wenn zwar kein Gold auf dem Markt verfügbar ist, die Kaufkrafteinheit der Geldmenge, also pro Geldeinheit, trotzdem stabil bleibt? Und was erwarte ich mir dann vom Gold? Ja, also der Goldpreis, der steigt ja vor allem dann, wenn die Zinsen niedrig sind. Also wir haben ja gesehen, dass der Goldpreis von vor der dass er von Anfang des Jahrhunderts bis nach der Finanzkrise sich in Dollar versechsfacht, versiebenfacht hat. Also das war ja ein riesiger Anstieg im Goldpreis. Und dann, als sich langsam andeutet in den 2010er Jahren, dass die Fed wieder beginnen wird, die Zinsen anzuheben, hat der Goldpreis wieder zu fallen begonnen. Und dann ab dem Jahr 2018 war das, glaube ich, wo klar war, dass die Fed die Zinsen wieder senken wird, hat der Goldpreis dann wieder zu steigen begonnen. Das heißt, wir sehen hier schon eine starke Korrelation zu den Zinsentscheidungen der Zentralbank. Wenn die Erwartung darauf besteht, dass die Zinsen sinken, dann gehen die Leute eher in Gold. Und wenn die Erwartung darauf besteht, dass die Zinsen wieder steigen, dann gehen die Leute eher in Staatsanleihen. Genau, je nachdem, wo sie sich halt dann eben Renditen versprechen. Das Interessante ist halt, was man nochmal parallel dazulegen könnte, ist, wie verhält sich tatsächlich der Goldpreis im Verhältnis zur Geldmenge, also wirklich zur absoluten Geldmenge. Das heißt, dass er tendenziell, also ich habe jetzt die Grafik Geldmenge nicht vor ist, Augen. Okay, sorry, dass ich dich jetzt unterbreche, aber die Geldmenge, die ist immer gestiegen. Also die ist während dieses gesamten Zeitraums, den ich gerade beschrieben habe, seit Anfang des Jahrhunderts immer gestiegen. Also kommt jetzt auch an, welche Geldmenge du dir anguckst, also M1, M0, M3, die sind ja alle unterschiedlich gestiegen, aber die sind alle gestiegen, deutlich gestiegen. Ja, klar, dass sie gestiegen sind schon, aber sozusagen, dass der Goldpreis immer mit dem Impuls, mit den Zinsen sozusagen seinen Aufholjagd beginnt, während danach sozusagen aufgrund der Kauf- und Verkaufssituation er diese Geldmengenentwertung erstmal nicht mitmacht, aber immer wenn die Zinsen steigen, diese Geldmengenentwertung nachgeholt wird. Also sozusagen das Verhältnis vom Goldpreis zur Geldmenge, ob das eigentlich stabil geblieben ist oder ob da tatsächlich auch eine Verschiebung stattgefunden hat. Das heißt, ist Geld insgesamt, ist Gold wertvoller geworden, wirklich im Verhältnis zur Kaufkraftentwicklung, oder ist es eigentlich tatsächlich nur eine Abbildung, eben, weil es geht ja immer um Inflationsschutz. Und da ist halt die Frage, ob es da, also ich habe diese, kann ich jetzt aus der Kurve nicht sagen, weil ich habe sie nicht vor Augen, aber das würde ich interessanterweise nochmal anschauen, ob sozusagen die Zinsgeschichte nur der Preisimpuls ist, aber nicht die Preisursache. Ja, da würde ich eben sagen, die Geldmenge, das ist keine relevante Größe. Kein Marktteilnehmer, selbst wenn er spekuliert, schaut sich vorher an, wie hat sich die gesamtwirtschaftliche Geldmenge entwickelt, wie wird sie sich noch entwickeln. Sondern er schaut sich an, wo kann ich welche Rendite erwarten, und wenn ja mit realwirtschaftlichen Investitionen, mit Investitionen in festverzinsliche Anleihen, mit irgendwas sich nicht genug Rendite realisieren lässt, ja, dann spekuliert man halt mit Rohstoffen. Gold ist da jetzt so ein idealtypisches Beispiel, weil da besonders viel mit spekuliert wird, aber wir sehen das ja auch bei den Nahrungsmittelpreisen. Wenn sich da eine Knappheit andeutet, wie letztes Jahr, dann werden diese Preise, also Preis von Weizen beispielsweise, der hat sich in der kürzester Zeit verdoppelt 2022. Das war komplett absurd, was da passiert ist bei so einem wichtigen Grundnahrungsmittel. Also wir sehen diese Spekulation im aktuellen System und in einem System, wo du automatisch immer einen Teil deines Geldes gestrichen bekommen würdest. Da habe ich halt die Befürchtung, dass das Leute noch eher in solche Sachwerte, also wie gesagt, Gold ist jetzt nicht so tragisch, wenn damit spekuliert wird, aber Grundnahrungsmittel beispielsweise, dass die da reingetrieben werden. Genau, also zwei Punkte dazu. Das eine ist das Thema, ja, die Leute schauen sich leider nicht an, wie sich die Geldmenge entwickelt, weswegen sie da ziemlich blind sind auf diesem Auge. Aber dadurch, dass eben die Finanzindustrie ja genau mit diesem Geld arbeitet, was dort neu gedruckt wird oder was halt neu in den Umlauf gebracht wird, dadurch haben sie den Hebel. Also in dem Moment, wo sie auf die Märkte gehen und mit Lebensmitteln spekulieren, dann siehst du diesen Preiseffekt und dann hat dieser Preiseffekt auch eine Folgewirkung. Das heißt, wenn sie eben jetzt wie in den letzten oder im letzten Jahr die Preise spekuliert werden, die halt dann Dünger extrem pushen, dann hast du diesen Effekt halt direkt, der durchschlägt. Das heißt, es ist egal, ob sich der Bauer angeschaut hat, wie sich die Geldmenge entwickelt. Er hat jetzt deutlich gemacht bekommen, wo die Geldmenge hin ist. Und das im Endeffekt, wie teuer jetzt Dünger geworden ist. Klar, das ist dieser Angebotsschock, der sich da diesen Preiseffekt verstärkt hat. Aber dadurch hast du im Endeffekt durch die Finanzmärkte hast du die Information oder die Transmission der Geldmenge letztlich mit drin in den Preisen. Aber es wirkt sich sehr, sehr langsam aus. Das ist das Gleiche wie bei den Mietpreisen. Also auch die Zinsen oder beziehungsweise erstmal die Immobilienpreise steigen, dann müssen die Mieten steigen, damit sie das Zinsniveau halten. Und dadurch hast du auch einen Regelkreis, wo letztlich die Geldmenge indirekt sozusagen auf die Preise mit durchschlägt. Aber du hast es halt sehr intransparent. Die Leute stellen natürlich den Bezug an der Stelle nicht her.
Ja, beziehungsweise wenn du, wenn die Immobilienpreise steigen, dann sinkt erstmal die Mietrendite, weil die Mieten nicht schnell genug nachziehen können. Und wenn die Zinsen dann stark angehoben werden, wie wir das gerade erleben, dann sieht man, dass Immobilien überhaupt nicht mehr so profitabel sind im Vergleich zu den Zinsen, weil sie ja weil sie ja abgezinst werden müssen. Das heißt, jetzt müssen entweder die Immobilienpreise fallen oder die Mieten stark steigen. Und das ist ja etwas, was wir gerade erleben. Obwohl die Immobilienpreise fallen, steigen die Mieten. Das sind zwei Entwicklungen, die bei diesem Steigen der Zinsen, die wir gerade sehen, zusammengehören. Naja, das ist halt im Endeffekt, das eine ist, dass sozusagen zumindest ein kleiner Dämpfer da ist, dass mal eben dieser Preisanstieg bei den Immobilienpreisen einfach nicht mehr nachgezogen werden kann. Aber eben die andere Sparte, geht es weiter. Dort, wo die Mieten angehoben werden können, wo es geschafft wird, weiter zu steigen, da werden auch die Immobilienpreise weiter klettern. Das heißt, du hast im Moment so einen Spagat zwischen den Regionen, wo der Anstieg noch möglich ist, weil aus den Menschen noch etwas rauszupressen ist und die Dinger dann noch vermietet werden können. Und in manchen Regionen ist das Limit so weit erreicht, dass die Leute einfach nicht mehr das Geld haben, um wirklich noch diese Mietsteigerung mitzumachen. Das heißt, da ist halt eben die Frage, da ist halt immer so die Kalkulation, in 30 Jahren muss sozusagen das Investment über die Mieteinnahmen so Pi mal Daumen reingeholt werden. Also zumindest war das in meinem Studium immer mal so ein Hauptanker, 30 Jahre Mieteinnahmen. Und wenn du halt siehst, dass das überhaupt nicht mehr zusammengeht, dann weißt du, also dann bist du auf jeden Fall gerade in einem Weg in die Blase. Und die Frage ist, was mit der Blase passiert. Entweder die Leute kriegen mehr Geld, damit sie mehr Miete zahlen können, damit es sozusagen wieder stabil wird, oder die Blase muss sich irgendwann korrigieren. Ja, was heißt Blase? Wir hatten die letzten 10 Jahre ja Nullzinsen in der Eurozone. Und diese Nullzinsen bedeuteten natürlich, dass die Immobilien zu einem viel niedrigeren Zinssatz abgezinst werden mussten. Das heißt, man war mit einer viel niedrigeren Mietrendite zufrieden, weil die Zinsen eben niedriger sind. Also ob man das jetzt als Blase bezeichnen kann, das ist ja einfach nur eine Reaktion auf das niedrigere Zinsniveau. Naja, also diese Regel mit den 30 Jahren, also dass die Mieteinnahmen ja trotzdem in 30 Jahren unabhängig von der Verzinsung auf jeden Fall eben über die 30 Jahre gerechnet werden müssen. Das heißt, dadurch, dass ich durch diese niedrigen Zinsen eben sehr hohe Immobilienpreise zahlen konnte, weil ich mir sozusagen den Zins leisten konnte, hat natürlich eben dazu geführt, dass trotzdem die Mieten gestiegen sind, obwohl dann eben die Zinsrendite auf das eingesetzte Kapital gesunken ist. Aber die Leute haben halt nicht so viel Einkommenszuwachs gehabt. Das heißt, für die Leute ist es immer weiter ans Limit geführt worden. Ja, Immobilien stehen ja im die stehen ja im Konflikt mit anderen Vermögenswerten. Also vor allem mit festverzinslichten Staatsanleihen. Das ist ja die Benchmark, an dem sich alles orientieren muss. Das heißt, wenn die Zinsen auf Staatsanleihen nahe Null sinken, dann müssen auch die Gewinne, die du mit Immobilien machst, mit einem Zinssatz von Null abgezinst werden. Das heißt, Gewinne, die du in 30 Jahren hast, die sind dann ähnlich viel wert, weil sie halt mit einem extrem geringen beziehungsweise gar nicht vorhandenen Zinssatz abgezinst werden müssen, wie Gewinne, die du heute machst. Also das ist ja eine Situation, die nur durch diese niedrigen Zinsen zustande gekommen ist. Im Endeffekt hat eben diese niedrige Zinspolitik von den Staaten hat dabei geholfen, dass die Mieteinnahmen nicht um die Ohren geflogen sind. Weil eben, also wie gesagt, diese 30 Jahre Abzinsung, also dass du im Endeffekt in 30 Jahren mit den Einnahmen das investierte Kapital auf jeden Fall zurückhaben musst und dann kein extra Zins drauf liegt oder nur 1% oder so weiter, ermöglicht dir eben die Mieten unterzulassen. Wenn du eben also die Investments verdoppelt hast, also meinetwegen eben ein Gebäude, was 100.000 gekostet hat, in den letzten 10 Jahren auf 200.000 sich verdoppelt hat, hätte sich eben auch erstmal die Miete verdoppeln müssen. Aber wenn du jetzt noch Zinsen mit 5% drauf gemacht hättest, dann wäre das sozusagen dir noch viel schneller um die Ohren geflogen. Und den Druck merken wir jetzt. Das heißt, das ist eben genau dieser Spagat, obwohl letztlich die Immobilienpreise leicht sinken oder eben nicht mehr in der so stark steigen, ziehen jetzt die Mietpreise trotzdem an, weil ja die Verzinsung jetzt hinterhergeholt werden muss. Das heißt, der Aufschlag wird jetzt nachgeholt und bei manchen geht es noch und bei anderen müssen einfach die Preise runter, weil du kriegst sonst diesen Verzinsungshebel nicht hin. Ja, aber wir sehen auch einfach, dass viele Neubauprojekte deswegen auch gar nicht mehr begonnen werden. Also Deutschlands größter Wohnungsbauer Vonovia hat jetzt erstmal alle Neubauprojekte bis auf Weiteres gestoppt. Ich nehme mal ganz stark an, die warten darauf, dass die Zinsen wieder sinken. Naja, die Zinsen sind, glaube ich, das geringste Problem. Das Problem ist im Endeffekt, dass die Rohstoffpreise, um das Zeug zu bauen, so unglaublich teuer geworden sind. Also Gestehungskosten von 5.000, 6.000 € pro Quadratmeter Bauwohnung, das muss ja auch erstmal bereit sein, jemand zu bezahlen. Wir haben da tatsächlich relativ gute Daten. Also du kannst ja die Wohnungsbaugenehmigungen in Deutschland ansehen und die sind tatsächlich
auch die Auftragseingänge im Wohnungsbau, die da damit relativ parallel laufen, die sind tatsächlich erst, als die EZB angekündigt hat, wir erhöhen jetzt die Zinsen, da hat das begonnen, richtig nach unten zu rauschen. Also bis 2021 hattest du trotz der explodierenden Preise noch eine relativ rege Bautätigkeit, relativ rege Planungstätigkeit, die ist erst mit den steigenden Zinsen eingebrochen, weil das eben ja so ein extremer Effekt ist. Wenn du so eine langfristige Investition wie eine Immobilie hast und da dann mit einem Zinssatz von 2% kalkulieren musst, dann ist die viel eher profitabel, als wenn du das mit einem Zinssatz von 6 oder 7% machen musst. Also ich bin sicher, dass sich beide Effekte gegenseitig verstärken, weil letztlich eben das Risiko, weil mal angenommen, du baust irgendwie 50 Wohnungen und kannst durchkalkulieren, okay, wenn ich jetzt vorab schon mal 10, 15 verkauft habe, dann kann ich den Rest sozusagen über einen Kredit finanzieren und kann das Risiko schließen, bis ich die restlichen verkaufe. Aber wenn dann im Endeffekt der Quadratmeter Gestehungskosten auch immer mehr ansteigt und sozusagen meine Rendite dazwischen sinkt, das heißt, dass ich schon mindestens 30 von den 50 Wohnungen verkauft haben sollte, um zumindest plus minus null rauszukommen, dann werde ich das Risiko mit der Kreditfinanzierung, je höher die Zinsen gehen, immer seltener eingehen. Also klar, es sind beide Effekte, die dann in die Richtung laufen, okay, ich warte lieber erstmal ab, weil ich kann mir das Risiko nicht leisten, dass ich noch ein halbes Jahr oder 2 Jahre im Endeffekt die Wohnung an der Backe habe und die nicht verkauft bekomme, damit dort ich wieder das Kapital reinbekomme. Wir haben jetzt ziemlich viel über Wohnungsbau geredet, aber ich glaube, wir können das, was wir hier gerade mal an diesem Beispiel gezeigt haben, generalisieren. Wir haben die letzten 4 Jahrzehnte eher gesehen, dass der Zinssatz dass der nominale Zinssatz, der auf ausfallsichere Staatsanleihen gezahlt werden musste, nahe oder sogar über dem nominalen Wirtschaftswachstum lag. Dass es sich also für die Gesamtwirtschaft eher nicht gelohnt hat, mehr zu investieren. Also das ist etwas, was wir in den letzten 40 Jahren gesehen haben. Die in der Wirtschaftswunderzeit, also von 1950 bis 1970, ungefähr dieser Zeitraum, beziehungsweise bis 1973, das kann man eigentlich ganz konkret an diesem Jahr festmachen, wo die Zinsen bei vielen Staaten extrem stark angehoben wurden, war es andersrum. Da lag der Zinssatz zumeist unter dem nominalen Wirtschaftswachstum. Das heißt, es hat sich für die Gesamtwirtschaft eher gelohnt zu investieren. Und zu diesem Zeitpunkt, also in der Wirtschaftswunderzeit, da waren die Unternehmen in allen Industrieländern auch deutlich, deutlich Netto-Schuldner. Heute sind die Unternehmen in fast allen Industrieländern Netto-Sparer. Das ist auch ein sehr interessanter Zusammenhang. Inwieweit glaubst du, dass dein Kredere-System hier Abhilfe schaffen kann? Also was für mich auf jeden Fall wichtig ist, weswegen ich ja im Endeffekt diese Geldverteilung eben über das Grundeinkommen haben möchte, dass wenn mehr Menschen die Entscheidung treffen, wo Geld hingeht, dass es dann darum geht, dass eben nicht mehr einzelne Investoren danach aussuchen, wo sie eben Rendite bekommen oder wo sie Rendite erwarten, sondern dass dann Menschen tatsächlich die Investitionsentscheidungen treffen, die für sie sinnvoll sind. Also für mich ist eher so ein Ansatz, wenn mehr Menschen an der Geldschöpfung partizipieren, dass über Crowdfunding sinnvolle Sachen getan werden, die ihnen unter den Nägeln brennen. Das heißt, es wird die Straße renoviert, die vor ihrer Haustür ist. Es werden im Endeffekt Infrastruktursachen angegangen, die tatsächlich von ihnen gewollt werden und dann auch bezahlt werden, und zwar direkt, weil sie wollen. Das schwingt jetzt alles nochmal in ein größeres Konzept rein, weil dieses Grundeinkommensmodell und diese Komplementärwährung steht natürlich auch in einer selbstorganisierten Gesellschaft nochmal. Aber ich glaube, das Thema werden wir jetzt noch nicht gleich aufmachen, falls überhaupt, sondern also ich glaube, die Eigenverantwortung in der Breite der Gesellschaft zu verankern, ist wichtiger als zu sagen, okay, da gibt es irgendwelche Investitionsentscheidungen, weil an sich sollten Unternehmen eigentlich das tun, was sie brauchen. Also die Frage ist, in was sollen Unternehmen investieren? In die Mitarbeiter, in Maschinen? Das, was profitabel ist. Also unser System funktioniert ja so, dass Unternehmen die Investitionsmöglichkeiten wahrnehmen, die profitabel sind. Und Unternehmen sind aktuell Netto-Sparer. Wie möchtest du daran etwas perspektivisch ändern durch dein Geldsystem? Oder denkst du, dass dein Geldsystem daran überhaupt etwas ändern kann? Also da bräuchte ich erstmal noch die Information, was meinst du eigentlich damit, dass Unternehmen Netto-Sparer sind? Weil letztlich, klar, also ich kenne noch das von Microsoft, die irgendwie ihre Milliarden in der Kriegskasse hatten, die sie dann benutzt haben, um irgendwelche Unternehmensübernahmen zu finanzieren, wenn es mal irgendwie gepasst hat. Aber aus meinem Verständnis her sitzen die wenigsten Unternehmen auf einem riesen Geldhaufen, sondern sie sind letztlich zerrieben zwischen den Aktionären, die ihre Dividenden fordern, und letztlich den Gewinnen und Steuern, die sie abführen müssen, und den Ausgaben, die sie haben. Das heißt, so solche Aussagen wie Umsatzrendite von 5 oder 10% und so weiter, das Geld bleibt ja nicht in den Unternehmen liegen,
sondern die Frage ist halt, ob sie das Geld an die Aktionäre rausschicken oder ob sie etwas Sinnvolles haben, was sie mit diesem Geld anfassen können. Und wenn sie halt nichts haben, was sie produzieren wollen, was sich lohnt für die Verbraucher, umso besser. Weil, also eine Investition lohnt sich dann, wenn ich ein Produkt habe, das gebraucht wird und gekauft wird. Und wenn das nicht der Fall ist, dann sollte ich da auch kein Geld ausgeben, nur um den Umsatz weiter zu steigern. Also die Unternehmen sind in Deutschland seit Anfang der 2000er Jahre, das war so ziemlich die Zeit, wo die Agenda 2010 durchgeführt wurde, Netto-Sparer. Das hat sich seitdem auch nicht mehr geändert. Es sieht auch nicht so aus, als würde sich das jemals ändern. Und da ist jetzt die Frage, ob dein Geldsystem mit diesem ja niedrigen implementierten Realzins durch diese Streichung von Geld einfach, ob das daran etwas ändern könnte, deiner Meinung nach. Also was es definitiv ändern würde, wenn sie tatsächlich Geld sparen, können sie das ja nicht mehr. Das heißt, 12% von dem Geld, was sie da einfach horten, würde halt einfach wieder verschwinden und würde in die breite Masse wieder verteilt werden, die wahrscheinlich mehr Ideen hat, was sie mit dem Geld anstellt. Das heißt, ein Unternehmen, was sein Geld nicht verwendet, muss sein Geld auch nicht verwenden. Also wie gesagt, also ich halte es nicht für sinnvoll, Investitionen um der Investitionswillen zu machen, damit ein Unternehmen seine Umsatzmöglichkeiten steigert. Weil wenn ich im Endeffekt, also jetzt mal primitiv auf die Grundbedürfnisse runtergebrochen, wenn für jeden Menschen genug Brot gebacken wird, muss ich nicht noch mehr Brot backen, um im Endeffekt irgendwelche Investitionen zu machen, teurere Maschinen anzuschaffen. Weil wenn die Versorgung funktioniert, dann muss ich da nichts machen. Ich kann natürlich jetzt überlegen, ist es sinnvoll, weniger Menschen zu beschäftigen? In unserem heutigen System eher nicht, weil wenn ich im Endeffekt eine Maschine mache, die dann eben nur noch den halben Menscheneinsatz braucht, dafür halt mehr Strom, mehr andere Sachen, dann ist das eine Effizienzsteigerung, was die Ressourcennutzung menschlicher Arbeitszeit angeht. Aber das ist im Moment sehr unpraktisch, weil wir ja dann dabei beschäftigt sind, wieder zu versuchen, okay, wie können wir den Menschen jetzt wieder beschäftigen? Da sind wir bei dem Problem der Erwerbsarbeit, also Erwerbseinkommen. Solange wir letztlich das Erwerbseinkommen nicht als optional angehen, da kommt wieder das Grundeinkommen ins Spiel, haben wir das Problem, dass wir technologische Arbeitslosigkeit nicht akzeptieren können. Also du bist der Meinung, dass das Grundeinkommen so hoch sein sollte, dass man nicht mehr arbeiten muss und einen ja normalen Lebensstandard, also jetzt nicht knapp über Armutsniveau, sondern wirklich so ein ja Mittelschichtslebensstandard aufrechterhalten kann mit einem Grundeinkommen. Also die Schwierigkeit ist, dadurch, dass es bei mir ja eine Komplementärwährung ist, ich kann nicht sagen, es soll. Aber die Überlegung ist schon zu sagen, dass wir als Menschen uns gegenseitig gewähren, dass wir auf jeden Fall erstmal überleben können, ohne dass wir irgendwo beitragen müssen, sondern dass wir eingeladen sind, beizutragen. Also einfach mal von der Haltung her einen Unterschied, nicht fordern, sondern erstmal schenken und sagen, wir freuen uns, dass du da bist, sei Teil unserer Gemeinschaft, hier hast du was zu essen, hier hast du ein Dach über dem Kopf, Kleidung kriegst du auch noch. Und wenn du danach etwas beiträgst, such dir aus, wo du gut bist, such dir aus, was uns Freude bereitet und dann mach das. Also einfach so ein bisschen die, kommt so meine philosophische Ader rein, so das Menschenbild einfach mal ein bisschen anders umdrehen. Der Mensch ist nicht zum Arbeiten geboren, sondern der Mensch ist zum Leben geboren. Und da ist für mich dann eben zu sagen, ja, wenn wir das haben und dann gucken, was gönnen wir uns? Gönnen wir uns im Endeffekt jede Woche Kuchen? Oder ist das, nee, also Kuchen sollte teuer genug sein, dafür musst du schon ein bisschen was mehr leisten, damit andere dir Geld geben. Das kriegst du vom Grundeinkommen nicht finanziert. Aber Brot ist okay, Brötchen am Samstag ist auch mal okay. Und das ist dann halt die Frage, wie sich das in der Gesellschaft einrenkt. Also was du für das Grundeinkommen tatsächlich bekommst. Das werde ich nicht festlegen, aber mein Impuls ist zu sagen, Erwerbsarbeit soll optional werden, weil wir uns die Ressourcenverschwendung für Erwerbseinkommen einfach nicht mehr leisten können. Okay, das wäre jetzt wahrscheinlich ein zu ausführliches Thema. Also würdest du sagen, Vollbeschäftigung ist kein wirtschaftspolitisches Ziel, was man anstreben sollte? Ja, definitiv nicht. Da würde ich. Weil also für mich ist im Endeffekt, Arbeiten um der Arbeit willen halte ich nicht für sinnvoll. Wenn es was Sinnvolles zu tun gibt, dann lass es uns tun. Aber lass es uns nicht tun, weil wir irgendwie meinen, dass wir mit 40 Stunden Arbeit die Woche unser Einkommen erwirtschaften müssen. Ja, man kann ja auch die Arbeitszeit verkürzen, aber dann für alle, dann nicht nur für einen Teil der Bevölkerung, der da gar nicht mehr arbeitet.
Genau, habe ich auch nichts dagegen. Als ich meine Zahlen zusammengesucht habe, habe ich dann eben auch geschaut. Aber wir haben eben leider seit den 1990ern es nicht mehr geschafft, die Technologieentwicklung oder den Produktivitätsfortschritt in Arbeitszeitverkürzung zu bringen. Und das ist eher ein systemlogisches Problem, weil wir eben aus dem Einkommen nicht rauskommen. Erst wenn wir die Klammer zum Einkommen lösen, können wir auch sagen, also was ist mir jetzt wichtiger, Einkommen oder freie Zeit? Ja, ich würde sagen, das hat, also auch die Einkommen von großen Teilen der Bevölkerung sind seit den 90ern nicht mehr großartig gestiegen. Also wir sehen, dass in den höheren Lohnbereichen tatsächlich noch Lohnsteigerungen drin waren, dass aber für die ärmere Hälfte der Bevölkerung ja wenig bis nichts drin war. Und das hat meiner Meinung nach auch sehr viel mit der Schwächung der Gewerkschaften seitdem zu tun. Genau, da ist im Endeffekt wieder diese verschiedenen Optionen. Also du kannst versuchen, sozusagen über die Gewerkschaften oder für dich ist es ja auch sehr stark Sozialstaat stärken, zu sagen, um die Verhandlungsmacht der Arbeitnehmer, also die, die im Endeffekt dort die Arbeit anbieten. Das ist immer, die Begriffsverwirrung ist immer umgekehrt. Genau, aber du könntest auch mit einem Grundeinkommen, das letztlich überlebenssichernd ist, sagen, okay, jeder ist seine eigene Verhandlungsmacht und kann sagen, wenn du mich kaufen willst, dann biete mir einen vernünftigen Preis an. Ja, das mag auf individueller Ebene stimmen. Aber gesamtwirtschaftlich braucht man schon eine vernünftige Lohnpolitik, die eben dafür, also die eben erstmal dafür sorgt, dass der Produktivitätsfortschritt, den man hat, dieser Fortschritt in der Produktion, dass der gerecht verteilt wird zwischen Arbeitern und Unternehmern. Und der zweitens dafür sorgt, dass die nominalen Lohnsteigerungen nicht zu hoch ausfallen, da das sonst in Inflation mündet. Genau, das ist nämlich auch das Spannende, bei dem Grundeinkommensmodell. Es wird ja heute bei den anderen Grundeinkommensmodellen, die über staatliche Steuern und Verteilung oder eben über die Einkommen irgendwie finanziert werden sollen, beziehungsweise wo überhaupt die Finanzierungsdebatte geführt werden, da ist ja im Endeffekt immer die Schwierigkeit, wie viel eben das Grundeinkommen ermöglichen sollen. In meinem Modell ist eben die Sache, was ich schon gesagt habe, es ist nicht festgelegt, was du dafür bekommen kannst. Das heißt, ob du damit deine Miete zahlen kannst, ob du die Brötchen beim Bäcker kaufst, ob der Bäcker im Endeffekt diese freiwillige Währung annimmt, ist nicht sichergestellt. Das heißt, das, was du bekommst, steht nicht fest. Und deswegen wird dieses Grundeinkommen auch nie dafür garantieren, dass du versorgt bist. Weil jeder sagen kann, nee, biete ich nicht an. Also ich finde es nicht gut, wenn Leute ohne Geld ohne Arbeit bekommen. Deswegen verkaufe ich dir für die Komplementärwährung nichts. Und dann ist es auch okay. Das soll eben jeder auch selber entscheiden können, ob er sozusagen eine Gesellschaft möchte, in der jeder überleben kann, oder ob er eine Gesellschaft möchte, in der jeder nur überlebt, wenn er arbeitet. Und da ergibt sich dann dieser Regelkreis. Das heißt, je nachdem, was für Kriterien angeboten wird, kannst du überleben. Und wenn die Menschen nicht mitspielen, das heißt, wenn sie nicht wollen, dass du eben davon profitierst, dann wird es keine Produkte geben für diese Währung. Und das ist letztlich das, wo du den Vorteil hast, dass du. Okay, jetzt verliere ich, glaube ich, gerade ein bisschen den Du Faden, willst schon, weil die dass ein Sache ist, staatlicher, ja. da nehme ich den Faden an dem Punkt mal wieder auf. Du willst schon, dass ein staatliches Gewaltmonopol hinter deiner Währung steht, oder? Nein. Wie soll das Deswegen, dann es ist eine funktionieren? privatrechtliche Währung. Es ist eine privatrechtliche Währung, die freiwillig angenommen werden kann. Das heißt, jemand, der von einem Grundeinkommen überzeugt ist und es für sinnvoll hält, macht mit. Jemand, der ein Grundeinkommen ablehnt, weil er meint, es ist nicht gut, wenn Leute nicht arbeiten müssen, sollte auch nicht mitmachen müssen. Ja, aber wie soll dieses System dann funktionieren? Also wie soll jemand, also unsere Währungen, die werden ja von der Bevölkerung angenommen, weil der Staat ein Gewaltmonopol hat, weil der Staat uns dazu zwingt, in diesen Währungen Steuern zu bezahlen. Wie soll das bei einer Währung funktionieren, dass der Staat uns eben nicht mehr dazu zwingt, darin Steuern zu bezahlen? Also das geht doch gar nicht. So wird die Währung doch gar nicht in der Breite angenommen. Das wird das Experiment sein. Einfach das auszuprobieren, wie breit kann eine Privatwährung letztlich skalieren und tatsächlich genutzt werden. Bei Bitcoin, die haben aus meiner Sicht ihren Hebel verpasst, zu einer breiten Währung zu werden, weil sie eben zu digitalem Gold geworden sind. Digitales Gold interessiert nicht jeden. Und da ist halt die Frage, kann ich eine privatrechtliche Währung etablieren, die wichtiger und relevanter wird als staatliche Währungen? Ich kann dir die Frage nicht beantworten. Ich bin davon überzeugt, dass Menschen freiwillig die Währung annehmen können. Es gibt ja kleinere Regionalwährungen, die freiwillig machen, aber die skalieren nicht so, dass sie wirtschaftlich relevant werden. Ja, deswegen, du, also irgendwann brauchst du doch der Staat, der sagt, okay, ich nehme in dieser Währung Steuern ein, sonst verhilfst du der Währung nie zu breiter Akzeptanz.
Also was im Endeffekt möglich ist, dass irgendwann der Staat bereit ist zu sagen, dass er auch Steuern in dieser Währung akzeptiert. Aber das ist dann natürlich nicht, dass das Steuermonopol hinter uns steht, sondern dass letztlich diese Komplementärwährung so groß geworden ist, dass der Staat an ihr nicht mehr vorbeikommt. Wir haben ja so ein bisschen den Effekt in der Schweiz, weil da gibt es ja eine große Komplementärwährung, die nennt sich Wir. Und da ist es zumindest so, also normalerweise kannst du keine Steuern in Wir bezahlen, aber bevor der Staat gar nichts bekommt, nimmt er sozusagen auch das. Ja, also, ja, was heißt der Staat? Es kommt darauf an, welche Parteien im Staat an der Macht sind. Ja, natürlich. Da ist immer die Frage auch, ob dann Parteien eventuell an die Macht kommen, die feststellen, okay, da ist eine Komplementärwährung, die ist privatrechtlich, auf die haben wir nicht genug Kontrolle und wir machen jetzt mal irgendwelche neuen Gesetze, die diese Währung verbieten oder so weit einschränken, dass sie halt wirtschaftlich irrelevant werden. Da muss man halt dann schauen, ab wann man mit wem in Konflikt geht und welche Lösung man sich dann sucht. Denn bei normalen Währungen ist es ja so, dass hinter ihnen immer ein staatliches Gewaltmonopol steht und es so ihre Benutzung durchgesetzt wird. Und bei deiner Währung setzt du quasi auf komplette Freiwilligkeit. Ja. Das ist sozusagen meine libertäre Geschichte, wo ich sage, ich möchte gerne, dass die Menschen mehr freiheitlich miteinander umgehen und weniger Gewalt in unserer Gesellschaft benutzt wird. Ja, Staaten basieren nun mal auf Gewalt. Also, ja, deswegen habe ich auch was gegen Staaten. Ja, es sind nun mal die Institutionen, die unser Zusammenleben in dieser Welt regeln. Und die basieren nun mal auf einem Gewaltmonopol. Also daran werden wir, glaube ich, zu unseren Lebzeiten nichts mehr ändern. Genau, aber ich werde mich bemühen, so gut es geht, dort Impulse zu setzen, zu sagen, das, was wir im kleinen Kreis normalerweise machen, wo wir nicht immer mit einem Hammer irgendwie hinter dir stehen und sagen, du musst jetzt, sondern mehr sagen, wie sieht's aus, können wir es so und so machen und ein bisschen mehr Verhandlungsbereitschaft zeigen. Ich glaube, das ist schon gut, wenn wir das ein bisschen mehr in die Gesellschaft bekommen, wieder zusammenzuarbeiten statt gegeneinander. Okay, ich glaube, das war eine interessante Vorstellung deiner Währungsidee Credere. In diesem Sinne verabschiede ich mich von dir. Vielen Dank, hat mich gefreut. Und wenn noch mal mehr Fragen sind und wir auf andere Themen weiter einsteigen wollen, gerne mehr.